Guten Tag. Guten Tag. Willkommen bei den Trenchcoat-Talkers. Wie geht's dir, Herr Kajan? Oh, ganz gut. Hattest du einen Echo-Tag? Irgendwo echot es. Echo? Ja, bei dir echot's. Ja, kann ich, logisch. Moment. Warte. So. Jetzt müsste das Echo weg sein. Echt? Ja. Kein Echo mehr. Sehr gut. Ausgezeichnet. Entschuldigung, das war, weil ich ja für den Aufnahmebot immer noch rüber in den anderen Account muss und der hat sich jetzt in den Sprachchat mit eingeklinkt gehabt. Ah, das ist gut. Aber seine Kamera kreiselt. Dann gehe ich nochmal raus und nochmal rein. Warte mal. Okay. Erstmal so probieren. Ja, das ist ein Hendrian. Sehr gut. Und er hat keine Haare mehr. Ja, ich wurde auch heute enthaart. Natürlich. Das muss so. Ja, der Hendrian, der Jonas hat sich heute auch entwuschelt. Sehr gut. Scheint heute also ein Barbiertag zu sein gewesen. Ja, es wird Sommer. Es ist wieder Sommerfell angesagt. Ja. Ja, das ist tatsächlich das Einzige, was ich nicht vermisse. Wie oft ich mir bei 3 mm die Platte verbrannt habe, war nicht schön. Ja, nun. Ja, wie war denn dein Tag? Sehr entspannt. Ich habe schön ausgeschlafen. Die Dame war noch da. Die habe ich vorhin ins Auto gebracht. Mhm. Und dann war auch schon Blatthering-Zeit. Hattest du ein angemessenes Blatthering-Schläfchen? Mm-mm. Ich war wach, weil ich recherchieren musste für einen Audiokommentar, den ich den beiden schicken werde. Hoffentlich, wenn ich es gebacken krieg. Oh, ist gezeichnet. Irgendwas mit Quantenphysik und so. Ja. Ja, ich habe heute nicht live gehört, weil wir bis vorhin noch unten im Garten waren, beziehungsweise bei Oma. Es gab ja Sauerbraten mit Klößen. Nom. Ja, aber ich bin halt echt kein Sauerbraten-Fan. Ich weiß, wir hatten die Diskussion schon mal. Und irgendwie haben wir rausgefunden, dass der bei euch anders gemacht wird als bei uns. Genau, bei uns ist, glaube ich, irgendwas mit Buttermilch und Rosinen. Ach, richtig, genau, ja. Und bei euch ist Pferdefleisch und Essig, glaube ich. Genau, ja. Ja. Ich bin da wirklich kein Fan von. Also, ich esse es, also es ist okay. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn Oma kocht, ist selbst Sachen, die ich jetzt eigentlich nicht so Fan bin, ne? Da brauchen wir auch nicht drüber reden, die kann das. Ja. Aber es ist halt einfach nicht meine Art von Fleischkonsum, sag ich mal. Ja. Ja. So Rouladen oder sowas, das ist eher mein Metier. Mhm. Weil man halt sagen muss, ich esse ja eigentlich mittlerweile fast gar kein Fleisch mehr. Von daher ist es für mich eh egal und das einmal im Monat, wo ich dann mal Fleisch esse. Ja. Ja. Aber es war sehr lecker und ich bin sehr vollgefressen. Jonas hat ein Arbeitsessen gleich mitbekriegt für den Mittag. Sehr gut. Der arme Junge kriegt ja nie Fleisch bei mir, deswegen muss das Oma machen. Ja. Wir reden der nicht über arme den Kerl. Ja, und wir reden auch nicht über die Fleischeskalation, die es gestern beim Grillen gab. Natürlich nicht. Also ich meine, wir hatten, ich will jetzt keine Lügen erzählen, ich glaube 5 oder 6 Roster. Mhm. 3 Hähnchensteaks und 6 Mutzbratenspieße. Und wir waren 4 Mann. Mhm. Und davon war ich einer und die sehr zierliche, sehr wenig essende Freundin meines Vaters. Das ach. Zeug war am Ende des Abends alle. Mhm. Kannst du also ausrechnen, wer prozentual ungefähr was gegessen hat? Jupp. Ja, aber der arme Junge kriegt kein Fleisch und deswegen muss Oma Sauerbraten machen, weil... Ja. Oh Mann. Ich bin da machtlos, was soll ich tun? Ach. Nein, aber... Zurzeit geht's mal wieder mit Oma. Mhm. Und ja, ach.
Das passt schon. Sehr gut, sehr gut. Ja, und unser Kräutergedönse hat sich jetzt auch erholt. Das hatte uns ja das Umsetzen ein bisschen übel genommen. Mhm. Aber das ist immer so, die zicken da immer erstmal rum. Ja, ja. Aber jetzt heute sah es schon wieder ganz gut aus. Also, von daher habe ich Hoffnung. Sehr schön, sehr schön. Aber das ist voll gut. Wir haben jetzt so einen Erdbeersack hier, so einen Sack mit Taschen. Ich glaube, ich habe dir damals meine Kartoffelsäcke geschenkt, ja? Ja. Warst das du? Genau. Und so, sowas in der Art, nur dass du halt nicht eine große Klappe hast, sondern eben so fünf, sechs kleine Teilbonbon. Und da haben wir halt jetzt die Kräuter reingepflanzt, dass quasi aus jeder so einer Tasche ein Krautgedöns rausguckt. Ja. Und obendrauf ist Spinat. Okay. Und ja, wir werden mal sehen, ob das funktioniert, aber ich bin gespannt. Oh, ich drücke die Daumen. Tja, das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Na klar. So ein eigener Kräutergarten ist halt schon geil. Keine Frage, das auf jeden Fall, ja. Und ich sag mal so, mit fertig gekaufter Minze habe ich auch Hoffnung. Okay. Ja, weil wir hatten ja das Thema seit Jahren. Ja. Minze ist meine persönliche Nemesis. Bei mir wächst keine selbstgezogene Minze. Es ist einfach hoffnungslos. Was noch ein bisschen geht, ist, wenn ich hier Senker mache über abgeschnittene Minze. Ja. Das geht zu halb, aber die kränkelt auch vor sich hin. Mhm. Aber wenn ich sie aus Samen ziehe, ist es komplett hoffnungslos. Da kann ich es komplett lassen. Ja, nö, aber jetzt denke ich, ist der Dela-Garten langsam an dem Punkt, wo man sagen kann, das wird dann irgendwann mal die Finalversion sein. Mhm. Es kommt jetzt noch ein Basilikum dazu und noch ein Knoblauchkraut, wenn ich es kriege. Mhm. Hey, Knoblauchkraut, sehr, sehr geile Erfindung. Aber wie gesagt, das haben wir einfach im Laden nicht gekriegt. Also ja. Weder im Baumarkt noch, nicht mal im beschissenen normalen Supermarkt, hier so ein Topf zum Aufessen im Prinzip. Aber wir waren halt auch am Samstag vor Feiertag, da sei das gegönnt, ne? Ich glaube, ich habe noch nie Minze aus Samen gezogen. Ich habe bis jetzt immer nur mit dem Spaten von irgendeiner anderen Pflanze ein Stück abgestochen. Wie gesagt, das ist was anderes. Dann mach die auch ihr Zeug. Hm. Aber wenn du die versuchst, aus Samen zu ziehen, die nickert und nickert und da kommt nichts. Das geht nicht vorwärts. Wo aber zum Beispiel auch Flo immer sagt, was heißt denn du, das Zeug wächst wie Unkraut, das hört nie auf. Keine Chance. Dagegen Zitronenmelisse, Urwald. Was ja quasi das gleiche in grün ist. Ach. Aber so ist das mit der Botanik, das ist alles nicht so einfach. Hm. Für manche Sachen hat man einfach kein Talent, das muss man einfach anerkennen. Das ist genauso wie ich gar nicht erst anfangen brauche, Blümchen zu pflanzen. Okay. Bei mir wird alles, was man essen kann, sobald es nur zum Aussehen ist, keine Chance, geht sofort ein. Guck ich einmal an, ist tot. Ach. Genauso wie bei mir ja Pflanzen auch immer dann blühen, wenn ich sie zum Sterben zurückgelassen habe. Okay. Gut, man könnte es Panikblüte nennen, aber... Oder Hoffnung. Ich meine, auf dem Prinzip Panikblüte beruht unser Leben, also von daher, wer bin ich, das zu verurteilen? Tja nun. Bist du denn, möchtest du erzählen, worüber wir uns gestern im Jitsi unterhalten haben, als leider keine Aufnahme lief? Nein, noch nicht. Okay. Ich muss da erst noch Auswahl treffen und mit diesem Photoshop mal rumspielen und so. Oh ja. Das wird bestimmt super. Ich habe sehr große Angst vor den Empfehlungen in der nächsten Zeit bei mir.
Völlig zu Recht. Ja, und selbst gewähltes Elend, dies, das, aber. Ja. Ja, nun, das war's wert. Wie sieht's denn aus? Was wollen wir heute machen? Ich hätte eine Columbo-Folge im Player liegen. Mhm. Welche ist denn das hier? Death Lands a Hand. Genau, Maus, das muss mit der linken Hand. Ja. Genau, genau. Ja. Naja, jetzt ist die Frage, wie lebendig du generell bist. Den Umständen entsprechend. Okay, also fühlst du dich... Es ist eine normale Folge, so 60, 70 Minuten, wie sie immer sind. 72. Genau. Ja, dann lass uns das machen. Alles klar. Wollen wir vorher die Anne noch anpingen? Weil die ja überlegt hat, ob sie mitgucken will. Ich pinge mal. So. Ping ging raus. Ausgezeichnet. Dann warten wir noch 5 Minuten und entweder ist deine Reaktion da oder nicht. Ja. Würde ich vorgeschlagen haben. Ja, mein Oberteil ist fertig. Mhm. Dass ich gestern da so im Jitsi währenddessen gebastelt habe. Endlich nicht mehr nackt podcasten. Das kann doch keiner wollen. Und hinten so in Netz, warte, das sieht man nicht. Ja, ja. So Netzoptik. Sehr cool. Und jetzt muss ich nur noch Träger dran bauen, weil die Träger, die ich dran gebaut hatte, die sind Mist, das war zu eng, das funktioniert nicht. Weil ich zu fett geworden bin und zu große Titten habe. Okay. Alles sehr bedauerlich. Ja, und vor allem ist halt mein Körperbau für solche Sachen unvorteilhaft, weil einerseits eben verhältnismäßig viel Oberweite, andererseits aber an der Gegenseite im Rücken ja diese komische Delle. Mhm. Und dadurch ist das immer ein bisschen schwierig, die Rückenteile so zu machen, dass sie nicht scheiße aussehen. Ja. Ja, ja. Hast du gerade mal... Hast du oder hab ich? Warte mal. Einen Link für hier? Ja, selbstverständlich. Augenblick, warte. Kann ich den nochmal weiterschubsen? Ja, warte. Kopieren. Warte, auf niemals ablaufen. Kopieren. Sie kommt dann mit dem Link, den ich dir gleich in den Chat werfe, in den Rules-Channel. Da ist dann aber auch die Bühne verlinkt. Ja. Ich gebe ihr dann Modrechte, also Sprechrechte, und dann muss sie aber noch einmal raus und wieder rein und dann ist sie da. Das merkt sie dann schon. Genau. Ansonsten habe ich dein Puppenhaus aufgebaut. Sehr schön. Wir können mal kurz gucken, ob das Kabel reicht, um eine Exkursion zu machen. Nein, nicht richtig. Man sieht es ein bisschen. Ja, ich sehe es. Ich erkenne die Rückwand. Es passt lustigerweise halt genau in eines dieser Kallax-Fächer. Mhm. Was sehr praktisch ist. Ich sag mal so, wenn mitten in der Nacht die Spieluhr angeht, würde ich schnell wegrennen. Ach. Ach so, scheiße, ich schlafe ja bald daneben. Ja, okay, ja, ja. Ich meine, du musst nur schneller rennen als die Dame, aber... Stimmt. Hallöchen, einen Augenblick, du kriegst gleich Sprachrechte. Warte. Das war falsch. Moment. Das muss ich jetzt erstmal hier kurz profilen. Nein, das ist nicht das, was ich suche.
So, bist du hier dann online? Moment. Aber warum? Moment. Ach, geht das wieder nur übers Handy? Warte mal. Einen Augenblick, nicht nervös werden. Wir haben das alles gleich im Griff. Da. 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 Verifizieren. Verwalten. Rolle. Gäste speichern. Okay, und jetzt bitte noch einmal ausloggen und dann über den. Nicht sicher, ob ich es richtig gemacht habe. Wenn ich es richtig gemacht habe, dann kommst du über denselben Link, den ich dir gerade geschickt habe, wieder rein. Aber einfach nochmal ausloggen und wieder reinkommen. Und dann müsstest du theoretisch Sprachrechte haben. Wenn nicht, schicke ich dir noch einen neuen Einladungslink. Also einfach Discord nochmal zumachen, nochmal aufmachen und komplett neu reingehen. Okay, Moment, wir haben zwei Cardis. Warte. Erwalten. Gäste speichern. So. Jetzt, wie gesagt, bitte nochmal rausgehen und neu reinkommen. Dann müsstest du Sprachrechte haben. Ja? Sag mal was. Habe ich jetzt Rechte hier? Ja, du hast jetzt Rechte. Hallöchen. Er hat jetzt Rechte. Du bist aber ab jetzt in der Aufnahme, nur dass dir das bewusst ist. Das ist mir bewusst, das hast du mir vorher gesagt. Gut, okay. So, dann warte, machen wir hier den Videochat weg. Ach nein, den kann ich erst wegmachen, wenn du den Ström gestartet hast. Gegenrechte. Also Ström aus dem Off? Ja, jetzt war ich nur verwirrt, weil, ja. Audio-Fu können wir. Ja, Audio-Fu voll gut. Ich war nur verwirrt, weil das Profilbild ist ja da, aber die Stimme kam aus der anderen. Die Stimme kam aus dem anderen Profilbild, deswegen war ich jetzt verwirrt. Ihr könnt mir nicht folgen, oder? Doch. Wir haben dich verstanden. Herzlich willkommen bei den Trenchcoat Talkers. Ihr wart ja noch nie hier, ihr Glücklichen. Wer seid ihr? Ich kenne euch zwar, aber wer seid ihr? Ach, das versuche ich seit 34 Jahren herauszufinden. Ich bin die Akadi und ich bin hier in den Discord gestolpert gerade. Normalerweise höre ich nur Podcasts, reden kann ich nicht, quasseln kann ich viel und... Da bist du hier hervorragend aufgehoben. Und ich habe schon vor Jahrzehnten sehr gerne meine Abende damit verbracht, zu raten, ob das rechte oder das linke Auge aus Glas ist. Außerdem mag ich Bassets und deswegen bin ich hier. Okay, ich weiß aber noch nicht, ob hier der Hund schon auftaucht. Es gibt aber noch einen Weg, das rauszufinden. Genau. Nur damit es dir klar ist, ich weiß nicht, ob du die Kamera mit Absicht aus hast, weil im Jitsi geht sie ja automatisch an. Ich vergesse immer, die Kamera hier anzumachen, deswegen sagt genau sie das. Ausgezeichnet. Hallo. Layer 8-Problem, Layer 8-Problem. Ja. Dann würde ich sagen, Gentlemen, start your engines. Brumm, Standbild. Sagt mir, ob ihr Ton hört. Ja, wir hören Ton. Gut. Ich höre Ton.
Wir schießen auf eine menschengeformte Zielscheibe. Mündungsfeuer war zu sehen. Badumts. Man hört von mir kein Echo, oder? Nein. Ausgezeichnet. Es ist verwirrend. War das Blink bei dir oder was ist verwirrend? Ja, ich hab geblinkt. Okay. Sollen das Anwälte sein? Irgendwie sowas, würde ich denken. Sehr interessante, spannende Überwachungsbildschirmkameras. Die Gästin ist wegen eines Hardware-Defekts gerade nicht vorhanden. Ah, okay. Ich hatte mich schon gewundert, ob es an mir liegt. Nein. Aber das ist nicht schlimm, die Gästin wird schon wiederkommen. Sollen das Anwälte sein? Ja, oder Privatdetektive. Eine total motivierte Sekretärin, Vorzimmerdame. Körperhaltung wie ein General, der gute Mann. Ach, du hast jetzt wieder keine. Doch, du musst nur, genau. Bist du wieder da, liebe Anne? Ich bin wieder da und ich weiß nicht, was passiert ist. Das kommt vor. Aber ich hörte das mit dem Technik-Fu hier bei euch auch. Ja, jemand hat Technikprobleme. Ich bin's. Du hast doch noch nichts verpasst. Genau. Aber weil er gerade bestätigte, sie haben keinen Grund für Eifersucht, nehme ich an, es ist eher eine Detektei als Rechtsanwälte. Gut, ich fand jetzt diesen Gesichtsausdruck insofern witzig, weil ich habe darauf gewartet, ja, um einen anderen Mann geht's auch nicht. Die Krawatte, was ist das für eine Krawatte? Das dachte ich gerade auch. Ist das Blut oder Ketchup? Nee, das ist, glaube ich, Zwiebelmuster mit Blüte. Armin ist da. Armin, wenn du mitsprechen möchtest, bitte einmal in den Chat schreiben, dann kriegst du wieder Sprachrechte. Wenn du nur zuhören willst, ist es auch okay. Ach, diese Frisur, ich kriege Spliss, wenn ich diese Föhnlocken sehe. Das ist die Klient, also die Frau des Klienten. Und hier weiß ich tatsächlich nicht, ob ich das Kleid oder die Frisur geschmacklos finde.
Der Darsteller mit der Krawatte hat übrigens noch zweimal den Mörder gespielt. Mhm. Hat der einen Rorschach-Test als Bild an der Wand? Ich hätte jetzt einen Weinbären gedacht. Irgendwann, vielleicht auf nie, werde ich sie um einen kleinen Gefallen bitten. Genau. Das Wichtige ist hier übrigens auch noch, dieser Schauspieler ist nicht nur in drei weiteren Columbo-Serien-Folgen zu sehen, sondern unter anderem auch im Pilot von Miss Columbo. Oh. Der sieht ein bisschen aus wie der junge Harald Schmidt. Ja. Da ist er, der kleine Gefallen. Mhm. Nur ein bisschen kniffen. Ach, ich mag dieses Auto. Die Wohnung sieht aber mehr nach 80er Jahre aus als nach. Wann ist die Folge? Späte 70er? Frühe 70er? Mitte 70er, ja. Nur 3 Meilen? Und das sind amerikanische. Ich glaube, Andi hat da auch eine andere Relation zu. Also die Frau des Klienten lauert unserem Detektiv gerade in seiner eigenen Wohnung auf. Und hat sich schon mal an seiner Bar bedient. Natürlich. Und vermeidet es, über den Komposthaufen im Wohnzimmer zu laufen. Grüner Flocati, es ist ein grüner Flocati. Unklar. Beziehungstipps der 70er Jahre. Seien Sie nicht ehrlich zu Ihrem Partner. Aber davon mal abgesehen, den tiefen Zug, den er da gerade aus dem Glas genommen hat, der war da nicht drin. Er hat da einen Fingerhut voll reingeschüttet, aber nicht das, was er da getrunken hat. Naja, vielleicht hat er einfach probiert Luft dabei, weil sie müssen den ja unter die Zunge kriegen.
Okay, diese Special Effects sind grandios. Also, er hat ihr eine Ohrfeige gegeben. Sie ist unglücklich gefallen und hat sich jetzt das Genick am Beistelltisch gebrochen. Nehme ich an. Und ich möchte jetzt schon den Verdacht äußern, was ihm zum Verhängnis wird, ist sein Ring, den er da getragen hat. Das Praktische ist, sie liegt schon passend auf dem Komposthaufen. Ja, mit diesem Zahn-Ding kannst du aber auch Radio empfangen, oder? Ja, wie man sieht, sogar Fernsehen. Es werden seltsame Rückblenden im Brillenglas eingeblendet. Also im Prinzip spielt sich vor seinem geistigen Auge, symbolisiert durch seine Brillengläser als Fernsehscheiben ab, wie er sich jetzt der Leiche entledigt. Ja, anstrengend es sein muss, wenn dein linkes Auge und dein rechtes Auge was anderes wahrnehmen. Ja. Das ist dieses Über-Ich, von dem Freud immer sprach, oder? Hm. Aber putzen kann er gründlich. Na ja, gut, als Junggeselle willst du ja auch nicht so verkommen wie ich. Herzlich willkommen in der Aufnahme, lieber Armin. Irgendwas hat Düdelüb gemacht? Moment. Grüße. Das Gute ist, ne, diese Serie ist so schnelllebig, er putzt immer noch und entledigt sich vor seinem geistigen Auge, dargestellt durch die Brille der Leiche. Und der Ringe der Leiche und der Feinheiten der Leiche. Ich finde diese Puse im Übrigen immer noch absolut geschmacklos. Was eine geile Musik. Armin, du darfst gerne jederzeit unqualifizierte Beiträge abgeben. Wir wissen auch nicht, worüber wir hier reden. Von daher passt das. Ist das ein Xylophon, was in diesem Jazzorchester mitspielt? Ja, ich glaube schon. Ja, könnte sein. Also, ich unterstelle, er hat sie jetzt irgendwie in sein Auto gepackt und fährt ich jetzt durch... Genau, durch die Dunkelheit bei Xylophon, jazzartiger Musik, in einen Steinbruch augenscheinlich. Jetzt kriegen wir die klassische 70er-Jahre-Krimi-Musik. Und er ist mit monotone Streiche Schuhen aus dem Auto ausgestiegen und guckt sich noch im Halbdunkeln um. Er öffnet den Kofferraum. Richtig, wie der Chat richtig sagt, hätte er sie einfach mal kompostiert. Naja, ob er sie kompostiert hat, bis jetzt räumt er ja nur ihre Handtasche und so raus. Okay, jetzt räumt er sie raus. Also er legt sie da einfach irgendwo hin, habe ich das richtig verstanden? Ja. Anfänger. Naja, weil du hast verpasst. Also sie war von ihrem Mann unter Beobachtung, weil sie angeblich eine Affäre hätte. Die hatte sie auch und unser Privatdetektiv hat aber vor dem Mann geleugnet, dass sie eine hat. Und wir haben jetzt, guck mal auf den Zeitstempel, wann der erste Auftritt von Columbo ist. 15 Minuten. Und er wird von der Polizei angehalten. Das sind diese Szenen, die wirken wie bei Mr. Bean. Oh.
Aber es war auch gerade noch Deutsch, oder? Ich bin mir auch nicht sicher, warum es auf einmal auf Englisch umgesprungen ist. Es ist auch laut DVD weiterhin Deutsch. Okay, dann ist es vielleicht in diesem Dialog einfach nur. Jetzt sind wir noch Deutsch. Okay, was zur Hölle? Kommentar an dieser Stelle. Das ist der erste Auftritt von diesem Auto, den wir bekommen in der Serie. Oh. Hoho. Ja, das Geld für die Synchro war aus. Guter Punkt aus dem Chat. So ist einfach billiger. Ah, jetzt ist die Sprache wieder auf Deutsch. Das ist einfach die Extended Version, die ist nicht komplett übersetzt. Director's Cut. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass er eine volle Zigarre in der Schnauze hat. Möglich. Jetzt ist sie, glaube ich, immer nur so halb runtergebrannt schon. Das war der Ring. Möglich, dass die Verletzung im Gesicht der Ring des Täters war, ja. Wichtig ist, die war auf der linken Wange. Die Verletzung. So wie sie lag, hat er sich aber die rechte Wange angeschaut. Mhm. War das gerade ein Kinovorhang im Leichenschauhaus? Das ist für die Atmo, ja. Ah, jetzt springen wir wieder in englische Sprache. Mhm. Ich sag doch, Director's Cut, nur die deutsche TV-Variante ist synchronisiert. Mhm. Aber ihn kennt man doch auch, oder? Ich weiß nicht, woher. Was nichts heißt, ich bin nicht so firm in den Sachen. Ja, ein bisschen Gene Hackman, hast du recht. Wer ist Gene Hackman? Ja, ach. Ich würde jetzt sagen, dafür bist du zu jung. Also das kann aber jetzt auch nicht sein, wenn das in der Extended Version Frage ist. Weil dann macht ja die Antwort keinen Sinn. Ah, das ist Gene Hackman. Vielen Dank.
Knick, knack. Andersrum Rolle. Normal würde doch Columbo sowas sagen, wie eine Frage habe ich noch. Wahrscheinlich hat er es aus der Szene adaptiert. Ja. Aber nee, das hatten wir in der ersten Folge schon. Junge, du verbrennst ja doch die Platte, sitzt doch da nicht so. Ist für ein opulentes Frühstück. Was für ein geiler Pool. Ah, ich weiß nicht. Oh doch, ich will das haben. Und wir wechseln wieder auf Englisch. Mhm. Tja. Minute 23, Columbo hat noch keine Spur. Ein Festnetztelefon im Garten, das musst du auch erstmal haben. Was sind 3 Meilen in Kilometern? 6 Kilometer? Ich glaube, ja, irgendwas in der Dreh, ne? 5,2 ungefähr. Zu Fuß eine Stunde. Drei Meilen sind 4,8 Kilometer. Okay. Das muss doch die Hölle sein zum Staubsaugen. Ja, aber ich will es haben. Warum musste ich jetzt an den Weltmenstruationstag denken? Ich finde es absonderlich, wie wenig die Krawatte zum Fußboden passt. Ja. Ja. Diesmal ist die Krawatte wenigstens nicht ganz so scheußlich.
Ich fände ja so eine Crossover-Folge mit den drei Fragezeichen ganz witzig. Jetzt weiß ich auch, was mich an diesem Typen so stört. Der ist so unglaublich, weil sein Hals so lang ist. Der Privatdetektiv? Ja. Und der gestreifte Kragen macht das nicht besser. Aber die Streifen am Kragen werden schön von den Falten seines Halses weitergeführt. Verlängert, habe ich eben auch gedacht, ja. Und das sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Busch und King. Seit wann kann Columbo Handlinien lesen, Wahrsagezeugs? Das waren die 70er. Oh, ein Crossover mit Benjamin Blümchen. Auch die Idee gefällt mir. Aber weißt du, warum er es macht? Er will die Verletzung auf der Wange zurück. Genau, und dann sieht die Ringe an den Händen. Jetzt gibt es die Rechte. Okay. War das Absicht oder nicht? Doch, ich glaube schon. Und er hat nie gesagt, dass sie Golf spielt. Ich hatte kurz Hoffnung, dass sie Columbos Auto sauber gemacht haben. Stellt ihr euch auch gerade Jörn dabei vor? Ja, sowas von. Denn er ist Jörn Schaar und sie sind es nicht. Und wir wechseln wieder auf Englisch. Jörn im Babydoll, natürlich. Mhm. Für mehr Beinfreiheit beim Sprung, warum denn nicht? Okay, bis er die Brille abgenommen hat, war es doch okay. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich glaube, es ist das Rechte. Das linke schielt zwischendurch so weg. $5 für 12 Bälle. Ha ha.
Vor allem bin ich mir sehr sicher, dass du in so einem Country Club nicht einfach so zerlumpt, wie er da so ist, da so rumläufst und sagst, ja, ich spiele jetzt mal eine Runde mit. Er zieht den Mantel aus, ganz wichtig. Eine von ganz wenigen Folgen, in denen er dann den Mantel auszieht. Ich wollte gerade sagen, das passiert doch sonst nie. Also mit diesem Wind und alles könnten die auch Vater und Sohn sein. Ja, ja. So ein Western mit den beiden wäre doch auch mal ganz cool, oder? Aber wie leidend er gucken kann. Vor allem, wie geil, dass er das Golfspiel nie lernt und einfach mal Ast rein, hunderte Meter gerade ausgeschlagen hat, schnurgerade. War dieser Stadtplan eben auch schon transparent? Und ich habe es nur nicht gesehen? Nee, er wirkte, als wäre ein Whiteboard gewesen. Okay. Mhm. Zumindest als das Licht anfing zu blinken. Der Vorhang ist ein Effekt. Sich. Ja. Das Detektivteam verlässt den Konferenzraum. Genau, und Columbo war nicht eingeladen. Er sieht ja auch nur aus wie ein Privatdetektiv, er ist gar keiner. Hat er gerade gefragt, möchten Sie ein Glas Kaffee? Ich war abgelenkt über die Tatsache, dass, wenn es damals schon E-Mail gegeben hätte, die Folge eine halbe Stunde kürzer hätte sein können. Wir haben wieder eine Erwähnung. Columbo liest also nachts im Bett Akten. Ist auch schön, dass die Frage ist, dass ihr Feuerzeug impliziert, ich zünd mir mal eine an. Richtig.
Ah, wir nehmen eine Schriftprobe. Vor allem schreibt er mit links. Tragen einen Ring an der linken Hand. Wir haben die zweite Erwähnung der Frau. Die dritte Erwähnung. Ah, wir sind zurück im Golfclub, oder? Ja, also es sieht nicht nach Eiern in der Auslage aus. Mhm. Nachts im Golfclub. Grüne Jacke und orangen, grüne Hose, orangene Jacke ist natürlich auch eine gute Kombi. Ich habe jetzt das Müllabfuhrlied von der Sendung mit der Maus im Ohr. Wen hat der Golflehrer da im Auto? Columbo. Ja, nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Er wusste nur scheinbar nichts davon. Es war nur gerade kurz Main Internet weg, deswegen. Nein, nein, er hatte den Wagen bei Kleinanzeigen als Nichtraucherfahrzeug inseriert. Wenn Columbo kein Polizist wäre, wäre das echt ein Entführungssetting. Mhm. Wer ist das jetzt? Er ist kein wirklich guter Golfer, aber er ist gut darin, Frauen einzuhetzen. Mhm. Aber er hatte Gewissensbisse. Also, der Golfmann hatte eine Affäre mit der guten. Genau. Und weil er ein Golfer und kein Gärtner ist, ist er nicht der Mörder. Richtig. Wobei, auch beim Golf ist ja dieser Umgrabefaktor durchaus gegeben. Naja, und er kann da die ganze Zeit den jungen Damen unter den Rock gucken, wenn er Bälle. Die Handhaltung korrigiert. Also der Golflehrer äußert gerade
dass er den Verdacht hatte, dass sie überwacht worden sind. Die Frage ist, hat er Paranoia-Hosen? Autotelefon. Den kennt man doch aber auch. Wer ist das? Braucht einen Anstreicher? Die Technik. Tja, nun. Das allerdings ist bedenklich. Also Columbo bekommt eine Firmenführung in der Privatdetektei. Genau. Sie scheinen alle besser aufgestellt zu sein als sein Arbeitgeber. Bin jetzt kein Techniker, aber kann das sein, dass der Metalldetektor nur bis zur Hüfte geht? Yep. Sogar damals gab es schon Datenschutz. Hat ihn so aufgeregt, dass er wieder ins Englische verfällt. Mhm. Aber nur für einen Satz. Selbstverständlich. Erstmal den Wein schenken, ne? Mhm. Ich mag aber diese Taktik, die ist fantastisch.
Jetzt lass den Mann doch in Ruhe essen. Hing er da gerade mit der Krawatte im... Ja, hing er auch. Ja. Ich bin ja kein Krawattenmensch, aber gehört der vordere Teil nicht länger als der hintere? Ich bin mir nicht sicher. Columbo bekommt zwar gerade ein Jobangebot, aber es wirkt sehr bedrohlich. Mhm. Ja, Frau Venus. Ja. Columbo sieht gerade sein Leben an sich vorüberziehen. Das war 4,5, oder? Aber jetzt mal ernsthaft, wie dumm kann man denn auch sein? Impulsiv. Wird doch bald von der radioaktiven Spinne gebissen, oder? Aber das waren doch von uns zwei Typen, oder? Der, also zwei verschiedene Typen. Leo ja, einmal. War der, den er von uns angerufen hat, der so dunkelhaarig und merkwürdig. Und der Marientyp war doch ein anderer, oder? Genau, das war der, der vorhin im Auto saß, als der Columbo den Golfmann entführen wollte. Aber dann stimmen doch die Dings wieder nicht, die Namen nicht. Doch, oder?
voll super. In der ersten Folge gehen wir einfach zur Frau des Opfers und kochen ihr Omelett. Mhm. Nur spielen wir einfach mal mit dem Kind. Voll der gute Tolle. Wieso nimmt sie dem Kind das Eis weg? Damit sie eine Serviette drum wickeln kann. Achso. Das Frauenbild. Mhm. Die Schmerzen. Das Kind ist auch unglaublich hilfreich. Dennoch wünsche ich dem Kind, dass sie diese Szene sehr oft drehen mussten. Der viel Eis hatte. Genau das. Ach stimmt, der Führerschein läuft ja aus. Wie wird sie ihn anguckt? Also sie hat seit Monaten die Brille nicht getragen, aber sie steht immer noch seit vier rum. Naja, zum Autofahren als Ersatz oder so. Ja, okay. Durfte man früher beim Autofahren telefonieren? Naja, ja. Okay. Ganz am Anfang ja. Ja.
Hat Columbo da gerade an der am Auto rummanipuliert? Damit er in den Kofferraum gucken kann? Was? Was für eine schlampige Autopsie muss das gewesen sein, wenn sie nicht wissen... Ach. Dieser Spannungsbogen. Mhm. Was haben wir denn noch? 10 Minuten haben wir noch. Was hat die Meckle damals gekostet? Das Privatdetektiv. Kannst du wahrscheinlich schon die Steuer absetzen. Ja, der flucht gerade auch darüber, dass er sich den grünen Moosflocati ausgesucht hat, zum Kontaktlinse finden. Aber statt das Ding auszuschütteln. Staubsauger. Nein, das ist kein fantastischer Tippel. Fünf stimmt so. Nein, 5,5. Stimmt. Changiertes Hemd? Mhm. Ja. Alter Schwede.
Hatte er sich schon gefunden und hat sie gerade vor die Tür geworfen? Und was tritt da jetzt zuerst zu Klump? Er beißt in den Flokati. Der Kofferraum. Mhm. Kontaktlinse und Kofferraum passen ja auch viel besser zusammen als Kontaktlinse und Flokati. Stimmt. Aber Kontaktlinse und Kompostteppich passt auch. Was möchte uns das Klaviergeplänkel sagen? Naja, wir sind wieder zurück beim Anfang mit der Jazz-Xylophon-Musik. Ich habe das Gefühl, wir haben diese Szene schon einmal in der Brille gesehen. Das geht gleich das Licht in der Werkstatt an. Also warum klettert er in den Kofferraum? Unklar. Perspektivwechsel, er wollte es mal aus ihrer Sicht sehen. Ja, aber ich meine, selbst wenn dann diese Kontaktlinse da drin wäre, dann latschst du doch drauf. Ich wollte sagen, ist das Klavier gleich kaputt? Er hat was. Er hat sie. Und jetzt wird es gut dann? Es wäre viel lustiger, wenn sie ihn im Kofferraumdeckel gefangen hätten. Ah, mit der Gendarmerie. Und dem Witwer. Er lässt sie fallen. Er hat sie gerade weggeworfen. Nein, er hat sie in die Zigaretten. Ach so. Es war ein Unfall, ja. Und wieder passen die Streifen zu den Falten. Mhm. Vielleicht sind es ja Kiemen. Ist es einer von den Echsenmenschen? Ja. Er tötet Frauen, der weiß, was er im Keller hält. Und guck, die Falten sind nur auf der einen Seite. Also... Sozialdemokrat, nee.
Kein Stereo-Kima, sondern Kimono. Golfbälle. Ja, aber ich muss sagen, so großartig. Aber ich muss sagen, die erste Folge war besser. Die sie so. War mir zu vorhersehbar. Ja, aber. Was sagst du im Vergleich? Ja, die war vorhersehbarer, aber das macht für mich auch irgendwo den Reiz aus. Ja, ich meine, du guckst es ja nicht, weil es wirklich spannend oder. Ne? Ja, okay, das stimmt. Ja, und Columbo braucht auch einfach dieses Klischee, du weißt nach 5 Minuten, wer der Mörder ist und danach rätst du nur noch. Wie häufig er seine Frau erwähnt und welches Auge das Glasauge ist. Das gehört einfach dazu. Ja, Anna, du bist gerne willkommen, wieder zu Gast zu sein. Sehr gerne. Armin, du auch. Ja, selbstverständlich auch. Du hast ja die ganze Folge über nichts gesagt, deswegen. Ja, ich glaube, er hat 2-mal gebrummt. ja. Ich würde mich jetzt zum Mann ins Bett gesellen. Mhm. Und würde demzufolge diese Aufnahme hier beenden. Mhm. Aber es sei frei, jederzeit noch Quatsch zu tun. Ausgezeichnet. Wir können das auch so machen. Ich werde noch eine Weile wach sein, wenn ich auch im Bett liege. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach zu dritt noch irgendwelchen Spaßquatsch machen. Und du schreibst mir dann einfach eine DM, wenn ich den Aufnahmebot beenden soll. Oh, ich hätte gesagt, aufgrund der fortgeschrittenen Stunde wäre es eigentlich Zeit für Stützi, oder? Ja, ich hätte auch den System sonst vereinsamt der Sascha. Gut, dann handelt angemessen, sagt eine schöne Grüße, die da wird gemacht. Grüße und an Jonas. Gleichfalls. Richtig Grüße aus und wir sehen uns dann morgen wieder. Alles klar. Eine Ehre. Dann. Tschüss. So, und hier sage ich einfach mal, bis bald.